Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start und seine kleine Runde Let's Play Assassin's Creed Rogue. Ich muss mich entschuldigen, im Hintergrund werdet ihr wahrscheinlich die ganze Zeit so ein geflackertes Bild sehen. Das liegt daran, dass mein Aufnahmegerät gerade ein bisschen spinnt. Hat einen Wackelkontakt. Ich werde es mit einem Kontaktspray versuchen. Und wenn es damit nicht funktioniert, muss ich mir ein neues Aufnahmegerät holen. Was ich ja sowieso mal wollte, weil ich auch mal von der One und sowas aufnehmen will. Und wir drücken Start. Diese Festplatte hier bitte. Diese hier. Scheiß Teil. Wir haben jetzt 10:45. Ich muss nachher wieder los arbeiten. Aber ich nehme mir trotzdem mal die Zeit, um was aufzunehmen. Das ist sehr schön. 3% haben wir schon. Grenzdebil. Das hier. Skyline. Ich habe keine Ahnung, wo wir als letztes stehen geblieben sind. Oh, das kann ich ja mal erzählen. Ich hatte letztens eine übelste Spam-Attacke von arabischen Mitbürgern und sowas. Keine Ahnung. Einer hat mich versucht, 6-mal anzurufen. Dann hat er mir 8 Freundesanfragen noch geschickt. Die anderen 4 haben versucht, mich 1-mal anzurufen. Dann habe ich plötzlich 6 Freundesanfragen bekommen von unterschiedlichen Leuten. Bis dann, wenn ich gefragt habe, wer ist denn da? Oder wer bist du denn? Können wir jetzt mal Koi oder sowas als Antwort. Können wir weiter nach Antikosti kämpfen. Mit Mama? Was ist? Das Meer von jetzt ist? Die Kosti ist Drauketten. Schön. Was? Aber die Morrigan scheint es ja, zu schaffen. Schafft sie. Kann ich jetzt? Gut. Hält die Segel in den Wind. Und wir schiffen halt hier irgendwo hin. Ich habe immer noch keinen Plan, wo wir hin müssen. So, was haben wir denn hier? Wo denn? Ah, da. Da kommen die Fischer von Per Se. Und da kann ich jetzt was für? Das sind Friends, oder was? Der Feind patrouilliert in diesen Gewässern. Feindschiffe! Sie versenken die Fischerboote. Glauben, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Feindlinge müssen zahlen. Und was ist mit denen? Die versperren uns den Weg nach Antikosti. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Shay. Wunder gibt's immer wieder. Okay. Müssen wir mal näher ran, wa? Am Fischerboot hier angegriffen. Gibt's ja wohl nicht. Okay, Fall daneben! Oh, ich hab was getroffen. Bam, 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 bam. Ist mir scheißegal. Was ist los? Du musst auch schießen, du dumme Sau. Oh, was ist das denn? Ist auch kaputt. Das ist das Rest, dann fahren wir fort. Was war das denn? Wo sind jetzt alle hin? Wird euer Freund der Spion auf uns warten? Kein Plan. Ich hoffe, Le Chasseur hat mehr Informationen über das. Weiß man, sammeln wir das ganze Treibgut hier auf. Hat er schon alles für uns herausgefunden? Ich bin der Kaiser von Rom. Ave Cäsar. Salzluft, freier Himmel. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Meint ihr nicht auch, Liam? Wir sind aus wichtigem Grund hier, Shay. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Kämpfer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden, statt um sie herumzuschleichen. Und würdet ihr lächeln und freundlich grüßen mit ihrem Stiefel im Genick? Natürlich nicht. Das sind mörderische Bastarde, die Welt und alles darin beherrschen wollen. Vergesst das nie. Und wir haben natürlich nichts mit ihnen gemacht. Nein, nein. Alles klar. Aussteigen. Aussteigen. Wir können uns bei Hunden weg. Welchen Hund? Darf ich jetzt? Ja, ich darf.
Wir gehen erstmal den langweiligen Aufgaben nach, würde ich sagen. Das macht doch die Sendung umso spannender, würde ich meinen. Schönes kalte Wasser. Freude kommt auf. Wir verlieren Leben. Das ist ja unfair. Schweinerei! Hier draußen müssen eigentlich auch weiter. Jetzt hör auf, da rumzuschleichen, hier ist keiner. Wie süß. Eine Lampe. Hopp. Ja, was hab ich. Ich habe ja gar nichts bekommen. Yeah, das war cool. Was haben wir noch? 9-mal Metall. Das hat sich ja gelohnt. Da hinten ist auch noch irgendwas. Ihr habt ja was liegen lassen, könnt ihr gerne mitnehmen. Hat sie sich zu Tode gesoffen? Scheint so. Oh, vielleicht will jemand, dass wir das denken, dass er sich zu Tode gesoffen hat und hat ihn umgebracht. Oh, was für ein raffitückischer Plan. Ihr habt schon wieder was liegen lassen. Okay, diesmal nehmen wir das Boot. Ich habe keinen Bock, jetzt wieder zu erfrieren. Zurück, zurück. So. Haben wir denn kein Dingens? Großsegel setzen! Feuer! Bereit zu schießen! Ich wollte eigentlich auch nur Dingens machen, aber anscheinend. Ach, hier habe ich das jetzt. Was denn? Holz. 10 Metall! Den nehmen wir mit! Was denn? Wo denn? Wir müssen uns beeilen, sonst ist er gleich weg. Ich muss sagen, ich finde dieses Schiff irgendwie ein bisschen hübscher als bei Black Flag. Nee. Egal. Alter, wo will der Opa sich hin? Das kannst du mal schön vergessen, du kleine Marder. So. Entern. Was war das denn? Für ein Gesch. Ist er gerade ins Wasser gejumpt? Tatsache! Da kannst du ja nicht abwarten. Seit wann sind die Assassinen so froh darüber, dass sie jemanden entern dürfen? Wie sind Assassinen? Auch wahnsinnig, diese. So. Guck mal, das ist unser Kumpel. Ins Gesicht, Alter. Ich weiß nicht so ganz, was er machen soll, glaube ich, da hinten. Kopfschüsse. Das war ja einfach. Oder na ne, machen wir mal hier 750. Morgen muss nicht unbedingt repariert werden. Ich finde, die Figur sieht irgendwie scheiße aus. So ein Mongoloid. Ich mag keine Mongoliden. Bewegt euch schon. Die sind verbrannt. Der
Tschüss. Den nehmen wir auch gleich mit. Auf mein Zeichen! Danach begeben wir uns aber wieder auf die Richtung Hauptmission. Da haben wir genug Spaß gehabt. Warum geht das Schiff unter? Warum hat die eine gerade um Hilfe geschrien? So, diesmal waren sie ein bisschen entspannender. Was ist das da? Und da hinten noch irgendwo so ein Fass. Nee, was macht der denn da? Was macht der denn da? Ist der dumm oder was? Keine Ahnung. Hat nicht funktioniert, ne? So ein Scheiß aber auch. Hättest du es mal direkt gemacht. Schön damit hier. Und den nehme ich auch noch mit. Den will ich auch noch mitnehmen. Komm schon. Ach. Verdammt normal. Hat mich schief angeguckt. Brennendes Öl. Feindschiff ausstarten. Für den Anfang brauchen wir ein bisschen Kohle. Das ist ganz gut. Ich dachte, dass wir die Kanone oder sowas behalten, ey. Okay, gut, dann wollen wir mal weiter jetzt. Mehr Segelmänner. Segel setzen. Fregatte. Ja, und was kann ich jetzt dafür? Was denn? Was kann ich jetzt damit machen? Schreiben wir mal weiter ab, das ist doch scheiße! Hoch mit dir! Ach so! Kann ich jetzt ausrauben. Alles hier mitnehmen, was wir mitnehmen können. So, hier hinten die Kiste bitte auch noch. Dann kann ich wahrscheinlich noch unten drunter gehen oder sowas. Hier geht nichts mehr. Hier geht noch was. 18 Sekunden. Ah, hier. 12 Sekunden noch. Jetzt reicht's! Und brennendes Öl. Oh Mann, ich kann dieses Männergestöhne nicht hören. Hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, danke. Guck nicht so dumm. So. Halt, halt, halt. Feuer. Ich hatte keine Chance. So, komm. Driften einmal. Rückblende.
Wir sind bescheiden an diesem langen Lüftchen dran. Was denn? Da ist es. Ah. Antikosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Der Segel! Alle Segel! So, gleich sind wir auch mal da. Hat jetzt nur 14 Minuten gedauert, bis wir angekommen sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier irgendwann wieder zurückkommen und das einnehmen können. Das ist schön. Mit dem Spion reden.